Das sind die News. Es geht weiter nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. Die größte News dieser Woche ist wahrscheinlich der offizielle Release der neuen Xbox-Generation, Xbox Series X und Xbox Series S. Die X soll 499 kosten, die S 299 und soll auch abgeschwächt sein. Nicht nur das Design, was ihr hier seht, soll anders sein, sondern auch weniger Teraflops, weniger RAM und kein Laufwerk. Für alle, die keinen 4K-Fernseher haben, ist es aber eigentlich nicht so schlimm, denn sie kann 1440p und auch die 120 Frames per Second, also trotzdem sehr, sehr viel Leistung. Man soll sie ab dem 22. September vorbestellen können und ab dem 10. November soll sie offiziell werden. Und ich finde es wirklich interessant, was Microsoft da dieses Jahr macht. Und es wird spannend sein, wie Sony mit der PlayStation 5 nachzieht. Das zweite Thema hat was mit Apple zu tun. Letzte Woche sollte ja eigentlich schon die neue Apple Watch und auch ein iPad kommen. Jetzt gibt es dafür ein offizielles Event, das ist am 15. September. Ich blende euch auch die Einladung ein, da gibt es schon viele Theorien. Ist es nur die Apple Watch? Ist es noch das iPad dazu? Vielleicht die AirTags? Vielleicht die AirPods Studio? Oder vielleicht auch das iPhone? Sollte ja eigentlich verschoben werden, zumindest der Release. Aber die Frage ist, ob auch die Präsentation verschoben wird oder die am 15. September stattfindet. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und ihr solltet es auch anschauen, denn es wird definitiv interessant. Wenn Apple was vorstellt, werden sie auf jeden Fall irgendwas Überraschendes, denke ich, bringen. Und das neue iPhone wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, was es kann, wann es kommt, was es kostet und so weiter und so fort. Das letzte Thema der Woche hat wieder was mit Gaming zu tun und auch ein bisschen mit Microsoft, denn der Microsoft Game Pass wird erweitert. Er soll nicht nur xCloud bieten, also das Game Streaming aufs Handy und auf andere Geräte, sondern EA Play, der Dienst von EA, wird auch hinzugefügt. Das heißt, bis zu 60 Spiele kommen hinzu ohne Zusatzkosten, FIFA, Battlefield und noch 60 andere Titel von EA. Und das ohne Zusatzkosten finde ich echt interessant, die Zusammenarbeit. Wäre natürlich cool, wenn das dann auch mit xCloud funktioniert, die EA Games. Auf jeden Fall interessant, dass die beiden zusammenarbeiten. Und was Sony dazu sagt mit der PlayStation und ob die auch eine ähnliche Kooperation haben oder ob das dann eine Exklusivität Microsoft und EA Play zusammen ist, das wird interessant sein zu sehen und ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine sehr coole News, ohne Kosten was Neues dazu bekommen, will ja eigentlich jeder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video hier unten, nicht Daumen nach unten, okay, vielleicht schon, wenn ihr möchtet, aber ich hoffe eher Daumen nach oben, kommentiert. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!